Digitalisierung dieser Produkte weitergeht? Die Smart Factory ist ein Zusammenschluss aus ganz vielen Firmen. Warum macht man das? Was bringt einem das? Smart Factory ist letztendlich ein Netzwerkthema. Das heißt, unsere Produktion der Zukunft wird eine Produktion im Netzwerk sein. Und das ist nicht nur das technische Netzwerk, sondern dazu brauchen wir auch das Netzwerk der Beteiligten. Denn alles muss zusammenpassen. Firmen, die das eine liefern, müssen mit dem nächsten sofort sprechen können über das Netzwerk. Und deswegen brauchen wir auch ein Netzwerk der Beteiligten. Und genau das bieten wir. Wir haben die Plattform, auf der wir die Kooperation dieser Firmen organisieren. Das heißt, auf welchen Ebenen kooperieren diese Firmen dann? Ist es die Produktionsebene, ist es die Kommunikationsebene oder sind es ganz viele Ebenen, die dann zusammengreifen? Es sind mittlerweile ganz viele Ebenen, die wir haben. Wir haben mal angefangen rein mit der technischen Ebene, der technischen Kommunikation. Mittlerweile kümmern wir uns aber auch zum Beispiel über Vertragsgestaltung in solchen Welten. Wir kümmern uns über Sicherheit, wir kümmern uns aber auch um die Verbindung zum Kunden und viele Dinge mehr. Also das Ganze hat sich sehr, sehr stark verbreitert. Sie haben gerade den Kunden angesprochen. Wo profitiert denn der Kunde von den Entwicklungen, die Sie in der Smart Factory vorantreiben? Ich glaube, wir haben im Moment eine grundlegende Veränderung der Märkte. Und das liegt daran, dass der Kunde heute an seinem Rechner eigentlich alles konfigurieren kann und dann mit einem Mausklick bestellt. Und dann möchte er es eben nicht erst in 6 Wochen geliefert haben, wenn es denn in Fernost hergestellt wurde, sondern es muss dann hier produziert werden. Und das geht nur mit einer hochflexiblen Automatisierung, die wir heute realisieren können, weil wir jetzt die technischen Voraussetzungen auch dafür haben. Und das haben wir in 2005 bereits begonnen. Und damit sind wir, glaube ich, jetzt in dieser Gemeinschaft führend, das Ganze von der Grundidee bis hin heute zu Produkten bereits gebracht zu haben. Und diese Anlage, die wir hier sehen, die vergleiche ich gerne mit dem Spielen mit Legosteinen. Ja. Jedes Modul ist quasi so standardisiert wie ein Legostein und damit können Sie diese Module beliebig aneinander stecken. Einfach Stecker rein, das Ding läuft und brauchen nichts mehr programmieren etc. Das ist der Riesenvorteil, den wir jetzt in den Jahren herausgearbeitet haben. Also die Variabilität ist auch eine große Stärke. Absolut, weil wie gesagt, der Kunde konfiguriert mittlerweile sein Produkt. Das ist nicht mehr der Massenmarkt, sondern es ist im Prinzip ein konfigurierter Massenmarkt. Und damit wird jedes Produkt fast zu einem Unikat. Und deswegen müssen Sie permanent die Anlagen anpassen. Beim einen wird etwas anderes reingelegt, da muss gewogen werden. Beim nächsten brauchen Sie eine Kamera, beim nächsten müssen Sie ein Loch noch irgendwie anbringen und so weiter. Und das können wir hier wirklich wie die Bausteine zusammenstecken und damit die Produktion immer wieder neu an die Herausforderungen anpassen. Inwiefern definieren Sie damit auch den Begriff Industrie 4.0? Der fällt hier auf der Messe ja wirklich ganz oft. Industrie 4.0 ist ja erst 2011 als Schlagwort geschaffen worden. Es ist relativ unscharf definiert. Im Prinzip heißt es, dass alles miteinander vernetzt ist und alles miteinander reden kann auf der Basis von Internettechnologien im Wesentlichen. Und wenn wir das eben übertragen auf diese Anlagen, dann haben wir eben die Grundverbindung damit hergestellt und können genauso einfach wie der Kunde am Rechner bestellt, können wir unsere Maschinen konfigurieren. Wir können Daten herausholen aus den Maschinen, weil alles auf Internettechnologien basiert. Wir können im Prinzip sogar im Flugzeug über dem Atlantik sitzen und können einen bestimmten Sensor ansprechen. Technisch alles gar kein Problem heute mehr. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir das in den Markt bringen, daraus Produkte machen, die dann die Abnehmer letztendlich auch wieder bezahlen und kaufen. Jetzt haben Sie Unternehmen in der Smart Factory, die ja Konkurrenten sind, die aber in gewisser Weise auch manchmal eigene Interessen vertreten. Was glauben Sie, warum machen diese Unternehmen überhaupt mit bei der Smart Factory? Weil sie ohne die Zusammenarbeit überhaupt keine Erfolge erzielen würden. Die großen Firmen haben es da einfacher, die bieten eventuell alles an. Die haben einen kompletten Baukasten, aber der große Bereich des Mittelstandes hat immer nur einzelne Teile und er wird nur dann erfolgreich sein, wenn diese Teile alle miteinander zusammenpassen und wie die Lego-Bausteine zusammengesteckt werden können. Und deswegen brauchen die Firmen solche Plattformen und deswegen, glaube ich, sind wir da auch so erfolgreich, dass das so gut funktioniert. Das heißt, die größten Vorteile haben eigentlich nicht die Big Player auf dem Markt, sondern ich sage mal die mittelständischen Unternehmen. Das ist genau richtig. Das merken wir auch. Wir haben zwar Big Player dabei, weil die Big Player müssen auch letztendlich mit den kleineren irgendwo zusammenspielen. Auch die Big Player wollen lernen, was sonst noch so alles läuft. Aber den wesentlichen Vorteil haben eigentlich die, sage ich mal, größeren Mittelständler, die hier mitmachen. Und das ist, glaube ich, auch eben eine der Erfolgs,
Punkte, die wir letztendlich hier zu verbuchen haben. Bei so vielen unterschiedlichen Interessen, offensichtlich klappt die Zusammenarbeit, aber da gibt es bestimmt auch Grenzen. Wo liegen die Grenzen, glauben Sie? Ja, die Grenzen werden uns natürlich dann aufgezeigt, wenn wir sehr nah an neue Produkte herankommen. Es ist natürlich klar, dass ein Unternehmen, welches hier etwas zeigen will, nicht unbedingt möchte, dass dieses nagelneue Produkt sehr frühzeitig bereits den Konkurrenten bekannt gemacht wird. Also je näher wir auf solche Demonstrationen kommen und je mehr Neuigkeiten hier eingebaut werden, desto mehr Probleme gibt es natürlich dann auch in der Geheimhaltung von solchen Dingen. Geheimhaltung auf der einen Seite ist gut, auf der anderen Seite für die Kooperation natürlich schlecht. Und da müssen wir jeweils immer einen Weg finden. Den haben wir bis jetzt immer gefunden. Das gibt dann mal Diskussionen, aber zum Schluss sieht jeder ein, dass eigentlich die Gesamtheit den Vorteil bringt und nicht das Geheimhalten von gewissen Dingen. Und dann läuft es nachher auf der Messe nicht, dann hätte niemand einen Vorteil davon. Am Ende bringt eben auch die Kommunikation zwischen den Unternehmensmitarbeitern den Erfolg, genauso auch, wie zwischen den auch ein ganz Maschinen der genau, Unternehmen. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Auf Mitarbeiterebene haben wir die richtige Plattform, weil wir Arbeitsgruppen installiert haben, wo sich diese Mitarbeiter immer wieder treffen. Und natürlich voneinander lernen und lernen, wo muss es jetzt hingehen, wo sind die nächsten Schritte, die gemacht werden, wie weit ist der andere vielleicht schon in seinen Denkansätzen. Und ich glaube, auch das ist sehr wichtig, weil Deutschland ist durch den Mittelstand und durch solche Strukturen geprägt. Und wir müssen jetzt entsprechende Strukturen dann auch schaffen, um den Mittelstand in diese Kooperation hineinzubringen. Und um sich vielleicht auch der Global Player aus dem Ausland erwehren zu können. Ja, natürlich, das gehört ganz klar mit dazu. Jedes Land ist da anders geprägt und wir mit unserem Mittelstand sind eben auch deswegen so erfolgreich, das muss man ganz klar sagen. Aber wir müssen dann auch die entsprechende Kooperationsmöglichkeit schaffen. Ich bin sehr glücklich, dass wir diesmal hier auch die enge Kooperation mit der Plattformindustrie 4.0 gleich in der Nachbarschaft haben und dem dem Infoforum mehr dahinter haben, denn damit können wir Informationen, Koordination und Demonstration hier wunderschön zusammenbringen und zeigen, dass Deutschland in der Lage ist, solche großen Dinge zu machen. Man darf ja, wenn man so viel von Zukunftstechnologie spricht, auch ein bisschen träumen. Wo würden Sie die Smart Factory in 5 oder vielleicht auch in 10 Jahren am liebsten sehen? Also ich möchte erstmal dazu kommen, dass das, was hier erarbeitet wird, möglichst schnell auf den Markt kommt, in Produkte kommt, sodass wir sagen können, wir haben einen Kunde, der eine Anlage aufbaut, ein neues Werk, kann sich aus einem solchen Baukasten bedienen. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern und dafür müssen noch eine ganze Reihe von Arbeiten gemacht werden. Wir sind technisch schon relativ weit, aber wir sind noch nicht bei 100%. Wir sehen da drüben in der Ecke unseren TSN-Demonstrator. Das wird im nächsten Jahr der große Renner sein. TSN wird alles das ersetzen, was wir im Moment an speziellen Bussystemen haben. Und damit gehen wir immer wieder einen Schritt weiter nach vorne, um in diese Idee zu kommen, solche Bausteine sehr einfach mit standardisierten Technologien zu verbinden. In 5 Jahren, bin ich der Meinung, wird das Ganze wirklich Plug-and-Play sein. Das heißt, egal, wenn ein Neuer dazukommt, der hat unsere Standards, er steckt den Stecker rein und wir können sofort mit seinem Modul arbeiten. Ich glaube, davon könnten definitiv viele Branchen profitieren, von dieser Vereinheitlichung. In diesem Fall viel Erfolg dafür. Danke sehr.